Sind wir wieder mit einer neuen Folge von Kingdom Come Deliver. Ja, dann doch noch ein bisschen was geschafft auch. Wie zum Beispiel trotz Niederlage, beziehungsweise zweimal mussten wir es ja machen, die schöne Quest mit dem Liebeswerben um Terrain von Herrin Stephanie erledigt. Und nun sind wir immer noch in Thymberg unterwegs. Ja, ich suche auch immer noch irgendwen, wo ich was reparieren kann. Aber ich glaube, das ist hier wohl, ja, nicht gerade möglich. Mussten als nächstes, danke, mit Pater Godwin reden, wieder mal. Hauptstory-mäßig. Ich bin auch am Überlegen, was ich sonst noch so zu tun habe hier. Vielleicht sollte ich mal auf die Uhr schauen. Zwischendurch, es ist erst, ich dachte richtig, ich sehe 2 Uhr nachmittags. Da können wir jetzt noch nicht viel reißen. Die Uhrzeit ist der gute Kerl noch nicht in der Kneipe. Das heißt, ich muss wirklich erst noch mal schauen, wie ich jetzt die restliche Zeit rumkriege. Am besten wäre es, glaube ich, wenn ich im Questlog noch mal gucke. Wir könnten uns ja mal aufmachen nach Sasau, aber da befürchte ich dann wiederum, dass das wohl von der Zeit her zu lange sein wird. Ja, das ist auch alles Sasau. Das ist ja so eine blöde Queste, schaffe ich noch nicht. Tier heute, der wollte, glaube ich, ja Wildschweinhaut. Könnte ich zwar machen, muss aber nicht. Der will Rehfleisch haben. Simon, Brokatstoff. Nimmst den Reichen. Na los, verpasst mir eine. Blünderer, nein. Das könnte ich eventuell noch machen. Besorgen den Schlüssel zur Rüstkammer. Danke, Shay. Dir auch, WB. Ich würde sagen, ich versuche das mal. Da muss ich, glaube ich, aber wieder die Wache da von hinten mir schnappen. Dürfte nicht so einfach werden. Oder ich versuche halt einfach mal wieder, mich da reinzuschleichen. Gucken wir mal, gespeichert hatte ich ja gerade, wenn nicht, lade ich halt nochmal neu. Ich probiere es einfach. Drückt mir die Daumen, dass es hinhaut. Abwarten. Entweder der Wache den Schlüssel klauen und die irgendwie betäuben. Mit dem Taschendiebstahl habe ich es ja sowieso nicht. Also das werde ich definitiv nicht hinkriegen. Das heißt, ich müsste den wirklich irgendwie außer Gefecht setzen. Was natürlich blöde ist, hier mitten in der Burg. Einfach mal schauen, ob ich den irgendwo alleine erwische. Wo ist der denn momentan? Der da ist das, der da gerade runtergewatschelt kommt. Ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Versuchen wir es einfach. Auf gut Glück. Wo ich, wie gesagt, befürchte, das wird nichts. Oh, hier ist er gerade alleine, den Schlüsselhammer. Bleib mal stehen. Ja, das war klar, das war ganz klar. Ja, der prügelt sich mit mir. Ja, komm, ich gebe auf. Das war mir klar. Also so wird's nix. Definitiv nicht. Danke, Shay, für den Host. Du hast einen zum Krüppel gemacht. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ich hab dich zum Krüppel gemacht? Bist du doof? Geheimer Aufdruck. Nein, leg dich nicht mit mir an. Vorsichtig, ich stehe im Dienste des Herrn von Rathoy. Ich habe nicht genug Geld. Komm, egal, ich zahle das. Hier hast du das Geld. Muss halt gucken, wie ich das jetzt anders hinkriege. Ich hoffe, du lernst was draus. Komm, verschwindet mal alle da. Ich will die Truhe knacken. Macht euch weg. Kusch. Abmarsch. Raus mit euch. Tür zu. Der kommt doch eh wieder gleich hier rein marschiert.
Ja, es war klar. Ja, schiebt mich doch nicht zurück. Jetzt kommt der Nächste. Pass auf, wo du hingehst. Lasst mich doch wieder raus. Oder macht euch raus. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Du lungerst herum, wo du nichts zu suchen hast und ignorierst Warnungen. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Oh Gott, ihr werdet langsam teuer. Nochmal 15. Hast du, das Geld? Du hast dich vor dem Gesetz geläutert, aber ich behalte dich im Auge. Ja, dann hau doch auch ab, du Blödmann. Und du genauso. Hey, ihr seht eh alle gleich aus. Glaubst du, was du da machst? Was ist? Lasst mich durch. Wer bist du? Was war das denn? Gleich 4 Waffen. Wachen? 5 Wachen? 5 Wachen für einen Einzelnen. Na, ihr seid mir ja mal ein paar Helden hier. Haut ab. Kommt. Was zur Hölle war das? Ich stehe nur hier rum. Hör auf zu mosern. Sieh lieber zu, dass du verschwindest. Ich werde langsam verrückt. Genau, du bist langsam verrückt. Und ich auch, wenn du nicht gleich hier Leine ziehst. Alle weg. Gut. Tür zu. Keiner da? Gut. War das hier die Truhe? Nein. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Muss ich nur gucken, welche Truhe waren das. Ich glaube, mich zu erinnern, die war hier unten, oder? Schwer, sehr schwer. Nee, die war es nicht. Gucken wir oben nochmal. Obwohl, es wird da unten angezeigt, aber die Dinger kriege ich eh nicht auf. Also müssen unten diese Truhen gewesen sein, aber die werde ich jetzt noch nicht aufkriegen. Die ist auch schwer, schwer. Ich lade nochmal neu, weil, ja, nein. Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer dafür, dass ich es eh noch nicht machen kann. Spieldurchgang 1, ist das das von heute? 30.3., ja. Das stimmt. Nehmen wir den. Aber gerade am Überlegen. Jetzt lande ich, glaube ich, wieder in U-Schütze oder so. Na ja, egal. Ich hatte zwar einen nicht gespeichert vorhin, aber den Spielstand kann ich wohl nicht laden. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal das Pferd hier rüberbringen. Glaube ich zumindest. Ja, war klar. Das ausgebüxte Pferd hatten wir. Genau. Na komm, red mal mit mir. Gott sei mit dir. Stallmeister. So. Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Was kann ich für dich tun? Herrin Stefanie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Ja. Dieses Mistviech lässt sich. Shay, jetzt hörst du Heinrich gleich auch nochmal singen. An der Leine Lamm fromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es. Ja, was soll ich tun? Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Nee, singen kann der Kerl überhaupt nicht, das ist wohl wahr. Ich hatte alles vorbereitet. Was ist mit dem Pferd? Und? Ist Krapfen aufgetaucht? Bisher nicht. Krapfen haben wir auch nicht? Okay, ich suche weiter. Ich meine, den hätte ich doch hier. Hatte ich den nicht hier schon geholt gehabt? Scheinbar nicht. Das heißt, den Spaß darf ich auch nochmal machen. Ja, wunderbar. Willibald, rede mal mit mir. Gott sei mit dir.
Das ist wahr, ja. Der Schimmel für Stefanie. Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwürgen. Also Krapfen hole ich dann mal irgendwann zwischendurch. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Inwiefern? Ich will den Hengst auch gut behandeln. Aber ich weiß nicht wie, weil ich ihn nicht so gut kenne wie du. Hilfst du mir? Ich sing für ihn. Du singst für ihn? Was denn? Unter unserem Apfelbaum zwei Rosse grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich dir zeigen? Wen fragst du? Ja, wen fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank. Okay, das durchgegangene Pferd. Sogar Fremde wissen von meiner Schmach. Komm ruhig und wirf einen guten Blick auf Waschek, den Blödmann. Ich muss zugeben, das ist lustig. Sollten wir das mal machen? Es ist schon lustig, aber ich bin nicht hier, um dich zu verspotten. Also, was willst du dann? Ich versprach, den Stallmeister Krapfen zu suchen. Tja, viel Glück. Ich habe einen halben Tag gesucht. Obwohl ich seit dem Sturz doppelt sehe. Also ist mir vielleicht was entgangen. Ja, beschreib mir mal Krapfen. Machen wir das als erstes. Langes Gesicht, vier Beine. Ja, genau. Dein Kopf brummt mächtig, was? Ja, wieso? Du solltest Krapfen beschreiben, nicht jedes Pferd auf dieser Welt. Verzeih, ja. Ist ein Apfelschimmel, ein Hengst. Und wirklich schnell, auch wenn mir das kaum helfen wird. Im Gegenteil. Hatte ich mir jetzt eigentlich Sleipnir gekauft? Wo bist du gestürzt? Ach, beziehungsweise Pegasus war es ja, den ich haben wollte. Zwischen den Feldern und dem Wald ist eine Kreuzung, wo vier Wege zusammenlaufen. Dort irgendwo. Vier Wege? Also kann er überall sein. Hab ich dir doch gesagt. Okay, wann... Wann war das? Heute Morgen. Bin eine Weile durch die Gegend gestolpert und hab mich wie ausgekotzt gefühlt. Irgendwann kam ich wieder hier an. Ah ja. Gut, mehr müssen wir erstmal nicht wissen. Danke. Danke. Wenn du ihn findest, ist der Stallmeister vielleicht wieder gnädig. Oh, und noch was, ja? Krapfen ist an die Reitwege gewöhnt. So regnet's, anders regnet's nicht. Danke. Gut zu wissen. Ah doch, nur ein bisschen. Alles klar. So, es dürfte reichen. Soll ich jetzt erstmal Krapfen suchen gehen oder soll ich gleich den Hengst dahin? Und welches Pferd habe ich jetzt eigentlich momentan? Ach gut, Pegasus hatten wir schon. Ich würde sagen, ich bringe dir jetzt erstmal den Gaul. Na Junge, soll ich singen? Allein schon für Shay, um ihn singen zu hören. Du bist das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Der neue Song des Jahres. Er wird uns für immer und ewig begleiten. Besonders wenn Heinrich ihn singt. Das ist echt zum Schießen. Hey, hier fehlen mir ein bisschen die Texturen. Sehr gut. So. Gucken, ob ich diesmal den Weg auch wieder so schön finde wie beim letzten Mal. Nach Thalmberg. Um mich nicht wieder Gott weiß wohin verirre. Über die Crossstrecke. Ja. Ui. Aber sowas von. Aber sowas von. Wer ist denn Justin Bieber? Also ehrlich. Heinrich aus Gallitz ist der wahre Star. Also schon genial, ehrlich.
Hit des Sommers 2018. Wie geht das nochmal? Zwei Rösser unterm Apfelbaum. Irgendwas, keine Ahnung. Ich kann mir noch nicht mal den Text merken. Zu geil, ehrlich. So, da sind wir doch schon. Uschitz und Thalberg liegen ja zum Glück nicht ganz so weit auseinander. Nee, nix Rattei. Ganz Böhmen. Ist ein Weltstar, unser Heinrich. Aber hallo, da. Bitteschön. Pferd ist wieder da. Jetzt dürfen wir nur die Lady wieder suchen, um ihr zu sagen, dass wir den komischen Gaul hier angeschleppt haben. Wo ist die denn? Nee, am Pen nicht. Unten saß er auch nicht. Nein, hier haben wir auch niemanden. Da. Ich glaube, die Quest mit dem Steinschlag muss ich auch noch mal annehmen. Was benötigst du? Ich habe das Pferd, Herrin. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Nichts Ernstes. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Aber klar doch. Ich habe für das... Singen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie wunderbar. Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Schöne Stimme. Ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Okay. Dann nochmal mit... Nein, nicht setzen. Was? Pass etwas besser auf. Tut mir leid. Ich wollte mich eigentlich gar nicht hinsetzen. Auch mit mir zu schimpfen. Hui. Aber wenigstens stellt er den Stuhl wieder zurück, auch wenn ich dann in Divis stand. Aber naja, gut. Ich will mit dem reden, mit dem... Opa, der redet aber nicht mit mir. Was liegt denn hier? Auch nichts Interessantes. Hallo? Hallo? Hört mal auf zu beten. Ich glaube, da muss ich mir wohl die Quest ein andermal holen. Na gut. Aber wie kriege ich das mit der Scheißwache hin? Und dass ich gleich hier die ganze... Armee am Hals habe. Muss ich echt nochmal überlegen. Vielleicht nochmal ein paar Runden Taschendiebstahltraining bei Peschek. Das wäre eine Möglichkeit. So. Aber dich müsste ich erst nochmal ausrüsten, ne, mein Lieber? Pegasus. Zaumzeug. So. Was können wir hier noch anstellen? Der andere wollte Wildschweinleder. Vielleicht will er diesmal was anderes. Ich muss irgendwie sehen, wie gesagt, dass ich die Zeit totschlage. Bis zum Abend. Aber mit diesem Diebstahl, das wird nicht. Noch nicht. Zumindest. Ich könnte allerdings auch noch mal nach Rattei zurück und meine Sachen reparieren lassen. Vielleicht sollte ich das doch wirklich als erstes mal machen.
Aber so werde ich den Weg dorthin nicht finden. Also leider Gottes auf die Schnellreise zugreifen. Nein, das wollte ich nicht rauszoomen. So. Wo ist es denn? Was wäre denn hier, was wir hier noch zu tun haben? Ach, das ist der Kumane, genau. Da ist Sasau, da wollen wir jetzt auch nicht hin. Ledetschko, nein. Ratai. Ah, wo war denn das? Am besten irgendwo hier unten. Ja, da sind wir jetzt eine Weile unterwegs. Können wir nochmal einen Kaffee kochen gehen oder irgendwas in der Richtung? Dum, 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 dum. Kann sich nur wieder um Stunden handeln, bis er da unten ankommt. Guten Morgen, Dago. Na, alles fit bei dir? Guten Morgen um 2:05. Alles klar. Ganz gut, danke. Und dir? Ah, sehr schön. Freut mich. Ja, ja, muss immer denn. Wir waren jetzt das letzte, glaube ich, irgendwo Ledetschko, ne? Ja, wie gesagt, das kann eine Weile dauern, bis wir hier in Ratai ankommen. Ob ich dann wieder pünktlich da hochkomme, ist die andere Frage. Ach gut, nee, da sind wir ja schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schwupps. Dauert es wieder einen Moment, bis das Spiel umspringt. Ein Ladebalken nach dem anderen. Dum, 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 dum. Aua. Ach, mein Gott. Glückwunsch, Shay. Ich weiß zwar nicht, um welchen Boss es geht, aber... Herzlichen Glückwunsch. So, wo waren denn die ganzen Spinner nochmal, wo ich mein Zeug reparieren konnte? Also der eine war hier unten, der für die Waffen und so weiter. Dann der andere war irgendwo beim Rathaus und der Gerber war ganz oben. Ich hoffe, ich muss hier nicht wirklich alle abklappern. Wow, Entschuldigung. Gott schütze dich. Reparieren. Ach so, Klicker hier aus. Alles klar. Alles auswählen und ja, Handel abschließen. Lassen wir so. Danke sehr und auf Wiedersehen. Mit den hier noch. Upsala. Wenn ich gegen die Wand renne. Schneiderle, flick mir mal meine Klamotten. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Genau deswegen bin ich ja hier, mein Freund. Alles reparieren. Ja. Das wäre auch erledigt. Jetzt nur noch den Schuster aufsuchen. Der war halt ganz oben, das ist das Problem. Das heißt, ich kann jetzt mal wieder quer durch die Stadt. Tüp, 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 tüm. Ich hoffe, ich finde den.
Ein Gildenboss bei Clicker Heroes. Alles klar. Wo war denn das jetzt nochmal? Hier? Ist das der Schuster? Sieht so aus. Ja, perfekt. Reparier mir mal meine Schuhe. Genau. 18,6 Groschen nur für ein paar Schuhe. Reparieren. Naja, es war im Mittelalter schon genauso teuer wie heute. Ich glaube, da wäre ich billiger drum rumgekommen, hätte ich mir irgendwo welche gekauft oder so. Kunesh, Kuckuck. Sollte doch deinen Schatz holen gehen. Ich sollte doch deinen Schatz holen gehen. Und, hast du ihn? Er gehört Beran. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Also hast du noch Schulden bei mir? Die Schulden sind also nicht getilgt. Aber was anderes habe ich nicht zu bieten. Okay, was anderes hat er nicht zu bieten. Naja, ich glaube, von dem werde ich nie mein Geld wiedersehen. Beziehungsweise das Geld meines Vaters in dem Fall. Okay, gehen wir wieder zurück nach Uschütze. Ist ja nur wieder eine halbe Tagesreise bis ganz da oben hin. Nein, ich will nicht den Questgeber, ich will den Schnellreiseort. Mann. Ja. Ich hoffe, ich komme jetzt, wie gesagt, noch rechtzeitig da oben hin. Mal gucken. Wander. Auch wieder warst du wirklich recht. Das Einzige, wie ich da momentan schnell reisen kann, ist, wenn ich irgendwo einen Drachen auftreibe. Aber die sind ja auch mittlerweile recht selten geworden. Beziehungsweise waren sie ja eigentlich schon immer. Da gab es mal eine Zeit, wo sie alle Nase lang angegriffen haben, aber jetzt sind sie wieder selten. Und wenn, dann sind es nur irgendwelche Drachenbosse, also hier diese mit bestimmten Namen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie der eine hieß, irgendwas mit Kirim, ach, keine Ahnung. Müsste ich mal gucken nachher. Ist ja auch nicht so wichtig. Der Schleier des Krieges. Schieben die Wolken sich da wieder hin, nur weil ich eine Schnellreise benutze. Auch toll. Könnten ja eigentlich auch aufgedeckt bleiben. So, da sind wir aber auch schon wieder. Und zum Glück rechtzeitig. Es ist gleich 8 Uhr, beziehungsweise kurz nach 7. Ich denke, ich werde den wohl jetzt langsam in der Kneipe antreffen, oder? Na komm. Ja, voll der Wolkenbruch. Wie ich schon höre, Gewitter im Hintergrund. Bah. Na komm schon, Spiel. Ärger mich nicht. Danke. Pegasus, lassen wir mal hier stehen. Ey, dem
kann ich eventuell doch, warte, mal das Rehfleisch und den ganzen Kreppel verkaufen, den ich hier noch im Inventar habe. Wo ist es? Das Brot, das brauche ich nicht. Beziehungsweise die Brezel brauche ich nicht. Die hier. Weg damit. Der hat nur 40 Groschen. Aber gut, für halb verdorbenes Essen kriege ich sowieso nicht so viel. Komm, lassen wir mal so. Die stehen alle hier draußen, beziehungsweise sitzen hier draußen. Und das, obwohl es in Strömen regnet. Voll das Unwetter da tobt. So. Möge Gottes Segen mit dir sein. Und diesmal dir, wollte ich ja eine andere Strategie machen und nicht das Saufgelage. Mal gucken. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Aus Gallitz. Ich bin aus Gallitz. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. War es. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß, wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen lag Sigismund Seite. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit dem Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute haben dort Schutz gesucht. Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Du denkst, ich sei der Aufgabe nicht gewachsen, Pater? Nein, das hat er auch. Hat er. Aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um mir zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Diesmal übertreiben sie nicht. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Ich bin wohl in einer Sackgasse gelandet. Du redest dich bloß raus. Machen wir mal das untere. Du redest dich bloß raus. Die Leute, die die Kirche als korrupt bezeichnen, haben recht. Ihr schert euch um niemanden, bloß ums eigene Wohlergehen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du dich irrst. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Idee für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört.
Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen. Gute Predigt. Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Mhm. Du willst gegen Lasterhaftigkeit predigen? Was hältst du von Hus? Die Lehren ist ja ein Hus. Was halten die Leute davon? Machen wir mal das Unterste. Beziehungsweise, was halten die Leute davon? Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Das ist jetzt schon total angesoffen. Wir werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Machen wir nochmal das hier. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Okay, was hältst du von Hus? Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Naja, die Lehren des Jan Hus. Ich kann mehr über seine Lehren erfahren. Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Gut, das können wir auf jeden Fall mal machen. Danke für die Predigt. Ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Nein, mir ist nicht nach Trinken. Nun, genieß es, Pater. Ich muss jetzt los. Mir ist gerade nicht nach einem Gelage. Nicht so jetzt schon. Ich dachte, du bist geselliger. Also wirst du mir nicht weiterhelfen? So ist es. Vielen Dank auch. Gern geschehen. Na gut, okay. Jetzt muss ich wirklich sehen, dass ich einen anderen Weg finde. Er hat mir ja die Quest aktualisiert. Auf jeden Fall. Nochmal gucken auf die Karte. Ja, dank dem ganzen Krempel hier sehe ich allerdings recht wenig. Wo muss ich denn da jetzt hin? Da auf jeden Fall nicht. Hier ist auch nix. Na juhu, geile Sache. Questlog, vielleicht hilft der mir weiter. Nein, hier haben wir nix.
Finde heraus, ob jemand etwas über den hinkenden Heinz weiß. Ja, super. Das heißt, ich muss wohl doch nochmal mit allen quatschen. Das sind nur Dorfbewohner. Vielleicht weiß der Wirt hier nochmal irgendwas. Glück und Gesundheit. Ich komme auf Geheiß von Herrn Harnusch von Leiper. Das heißt, ich kann mir doch den ganzen Spaß hier anhören. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Mach mal einfach mal alles durch. Wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hat mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Ja. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat, aber nach allem, was passiert ist... Okay. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Das ist alles. Danke. Also mit keinem aus dem Dorf. Ich muss wirklich mal hier die Leute fragen, zumindest die, die irgendwie einen Namen haben. Was heißt Dorfbewohner, Dorfbewohnerin? Das kann ich, glaube ich, außer Acht lassen. Ich komme auf Geheiß von Herrn Harnusch von Leib. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Herr Harnusch trägt er seinen Grünspann wie dir auf? Tja, was kümmert's mich? Frag. Dieser Heinz, der umgebracht wurde. Und das Gleiche wieder. Er war ein komischer Kauz, immer am Saufen, übellaunig. Nur Gott weiß, wie der über die Runden kam. Obwohl ich es mir jetzt gut vorstellen kann. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen, nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der Kirche auf. Ja, alle sagen sie mir nur über die Kirche irgendwas. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Ja, glaube ich nicht zu Haus. Warte, so was heißt er hat... Jesus Christus! Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Soweit es mir bekannt ist, hat er keine Verwandtschaft. Hab ihn nie mit wem gesehen. Das ist okay, alles. Wie gesagt, der sagt mir auch nichts Interessantes, aber wie gesagt, aber alle erwähnen sie die Kirche. Und wir wissen ja auch, dass er mit Pater Godwin gequatscht hat. Vielleicht sollte ich da mal gucken, da ist ja auch noch diese Haushälterin. Vielleicht finde ich ja hier trotzdem irgendwas, was vielleicht von Interesse wäre. Ich frage mich, wie die hier drinnen predigen wollen. Das Ding ist doch voll im Bau. Und heutzutage gibt es wenigstens Stühle in der Kirche, beziehungsweise Sitzbänke. Das war damals ja auch noch nicht der Fall, scheinbar. Nee. Also in der Kirche selbst ist nichts, vielleicht im Haus vom Godwin. Hat ja sowieso gesagt, ich soll mir mal ein paar von den Predigten von diesem Jan Hus anschauen. Könnte ich ja ruhig lesen. Haben wir hier irgendwas zum Lesen? Nein, das nicht, da auch nicht. Gut, dann können wir wieder aufstehen. Das hier. Ups, was ist denn das? Da wird mir doch irgendwas angezeigt. Das Leben im Wirtshaus Band 3. Stehlen könnte ich das nur. Nein. Obwohl, nehmen wir es mal mit. Hier irgendwas Interessantes? Kumanischer Metallschild? Nein. Ich will Bücher haben. Auch nicht schlafen. Aber wie gesagt, der hat doch noch irgendwo eine Haushälterin. Vielleicht weiß die was, sofern ich sie irgendwo finde.
Hier ist auch nix. Rips. Wo ist denn das Weib? Oder muss ich vielleicht doch nochmal mit dem quatschen, eventuell, wenn ich seine Aufgabe da erledige? Ich versuch's einfach nochmal mit ihm zu reden. Der kann ich nicht quatschen. Gibt es etwas für mich zu tun? Mich plagen so viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Der Auftrag. Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Die Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Ein Vögelchen, ja. Ein Vögelchen? So, so. Du weißt, wie es ist. Die Leute sehen den Splitter im Auge des anderen, doch den Balken im eigenen Auge. Mit anderen Worten, jemand hat sich das Maul zerrissen. Mhm. Was ist denn das Problem? Solange Kräuterweiber den Leuten und ihren blähsüchtigen Kühen Arznei geben, beim Gebären helfen oder Weihrauch überm Bett schwenken, nichts. Aber das ist Frevel und gefährlich. Schimmel, Flechten und weiß Gott was wandern in so ein Gemisch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie so irgendein leichtgläubiges Mädchen vergiftet. Mhm. Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche. Also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen. Und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. Ja, klar. Gut. Und keine Sorge. Ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Tanz mit dem Teufel. Wie gesagt, eigentlich eine geile Quest, aber das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Der werde ich dann wohl später nochmal quatschen. Muss ja echt sehen, wie ich an Informationen rankomme. Wer ist denn Stampf? Guten Tag. WB-Duck. Wieso Rest in Peace? Alles gut hier. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leipheim. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen? Ja, scheinbar. Das ist alles. Danke. Also Stampf sagt mir nichts. Das ist auch nur ein normaler Dorfbewohner. Haben hier noch irgendwen, irgendwas? Nein. Oldodum. Matsch, Stampf, Matsch. Die haben alle Namen. Ich habe nur zwei Hände. Josef. Vielleicht kannst du mir helfen. Dem habe ich auch schon gesprochen, oder wie? Also die Informationen habe ich wohl alle. Mehr kriege ich hier nicht. Weißt du irgendwas? Nein. Na super. Mit dem Wirt hatte ich ja eben auch schon geredet. Genauso wie mit den Lumia. Gelobt sei Jesus Christus. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich weiß, wir wissen es mittlerweile. Das ist alles. Ach Gott. Ja, also die Hauptquest wird mir ja auch hier, wie gesagt, nichts angezeigt oder so. Was?
Keine Ahnung. Davon habe ich noch nie was gehört. Das Einzige, was ich im Backofen reintun würde, wäre, glaube ich, Ton, um ihn zu brennen. Aber ich denke mal nicht, dass du das meinst. Weil den abtöten... Nee, also das bringt mir hier alles nichts wirklich. Fragen wir nochmal den Vogt. Beste Grüße. Gudwin verrät mir nicht, wer Heinz Spießgesellen waren. Gudwin verrät mir nicht, wer Heinz Spießgesellen waren. Ich komme nicht weiter. Ich bereits sagte, sehr nett. Ich kann ihn niemand besuchen. Wenn er jemanden traf, dann irgendwo anders. Aber wo? Ich kann nicht das ganze Land absuchen. Ich könnte in Kuttenberg enden. Möglich. Dort könnten sie Aufzeichnungen über diese Ratte haben. Aber vielleicht musst du gar nicht so weit gehen. Ich erinnere mich jetzt. Einmal prahlte er damit, einen Eintrag in Rattei zu haben. Eventuell steht dort, wer damals mit dabei war. Danke für die Hilfe. Ah, nach Rattei. Na super. Ratteier Schreiber, schwarze Chronik von der Rattei nach dem Eintrag über Heinz. Ja, ich meine auch, da hätte ich mal irgendwas gelesen, aber ich habe keine Ahnung. Ergo, ich muss schon wieder zurück nach Rattei. Schreibt wieder irgendwer nach einem Dieb. Ach, macht ihr mal selber, habe ich jetzt keine Lust drauf. Bin hier nur am Hin- und Herwandern. So, wo haben wir denn Rattei? Wieder ganz hier runter, ne? Irgendwo hier. Da ist Neuhof. Dort. Können wir aber auch direkt nochmal die Urkunde für Peschek holen. Wenn wir schon da unten sind. Aber wie gesagt, ich würde zwar so dahin laufen, aber das ist mir dann doch echt zu weit. Vor allen Dingen im Dunkeln, da finde ich erst recht den Weg nicht. Deswegen Schnellreisen, in Anführungszeichen. Na, 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 na. Dürfte ja gleich schon wieder da sein. Hoffe ich zumindest. Mach doch hier so Insektenvernichter drauf. Dark. Ich glaube, damit kommst du eher klar, als mit das Zeug in den Backofen stellen. Bäh. Nicht, dass du die Viecher da in den Backofen hast. Na dann, guten Appetit. Also wie gesagt, ich würde das Zeug da nicht in den Backofen stellen. Nein. Es gibt auch andere Sachen, die nicht chemisch sind, also Insektenvernichterzeugs. Bei Ameisen zum Beispiel hilft Backpulver gegen Ameisen. Ich weiß ja nicht, was genau du da für Viecher hast. Ich will gar nicht wissen, was du da anbaust. Ich will es echt nicht wissen.
Okay. Keine Ahnung, ich kann's dir nicht sagen. Alles klar, wenn du das sagst. So. Aber mitten in der Nacht werde ich dort wahrscheinlich auch wieder keinen antreffen. Und bevor die hier wieder motzen, mal die Fackel zücken. Jetzt gibt's wieder Mecker von den Wachen. Aber was ich eventuell auch nochmal versuchen könnte, das war wieder so eine blöde Quest, ist die mit dem anderen, der anderen Wache hier. Nimmst den Reichen, gibst den Armen oder so, genau die hier. Ja. Ich kann nur 3 Quests anzeigen. Diese Sprachbarriere wollte ich sowieso nicht machen. Kann ich die auch wieder ausmachen? Ah doch, Steinschlag habe ich doch angenommen. Aber wieso hatte der dann das andere nicht? Oh, keine Ahnung. Die Wache ist irgendwo da oben. Wo haben wir die denn? Ich sehe hier niemanden. Ist der hier im Haus oder wie? Schloss knacken wäre leicht. Hier oben auch. Also der muss da drinne sein. Ach, da kommen wir auch ohne Dings rein. Aber hier ist er nicht. Oben vielleicht. Da, der pennt. Licht aus. Hat mich gerade schon wieder jemand gefragt, ob hier jemand ist. Schläft hier noch irgendwer? Nee, nur der. Drückt mir mal die Daumen, dass das klappt. Ach, das ist Nachtigall. Nee, den wollen wir noch nicht. Ich will nicht Nachtigall umhauen. Such den anderen, die andere Wache. Wo ist der? Kann theoretisch doch irgendwo hier sein, oder? Hä? Ein sehr leichtes Schloss. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja. Toll, da sehe ich aber gar nichts. Ja, das hat mir auch nichts gebracht. Der denn? Jetzt ist er wieder woanders. Der läuft wohl irgendwo hier rum. Da vorne sind ein paar Wachen. Ist das einer von denen? Der könnte es sein, theoretisch. Hier hinterher schleiche. Das ist ein normaler Wächter. Aber das ist der. Upsa.
Ich glaube, gegen den zu boxen hat nicht viel Sinn. Ah! Scheiße! Bums! Aua! Ey, seh nix mehr! Da schießt noch einer mit der Pfeilen auf mich. Ist gut. Aus. Ihr habt mich. Alles gut. Was zur Hölle glaubst du, was du da tust? Leute verletzen? Wir dulden hier keine Schläger. Hast du das verstanden? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. 200. Was machen wir denn? Alles andere hat keinen Sinn. Machen wir Zahlen. Hier, bitte. Den Rest krieg ich nicht hin. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. In Dunkeln umzuschleichen erregt Verdacht. Ist ja gut. Andert schon wieder. Au! Boah, Alter. Jetzt haben sie hier 6 Leute wieder um mich rum. Ist das dein Ernst? Lasst mich durch. Von dem muss ich dieses Geld klauen. Ich glaube, günstiger wäre ich drum rum, beziehungsweise dabei weggekommen. Wenn ich dem einfach aus meiner eigenen Tasche das bezahlt hätte. Sobald der es nicht mehr so auf mich abgesehen hat. Jetzt haut er natürlich wieder ab. Ja, super. Kann der sich nicht irgendwo pennen legen oder so? Ich dem den Krempel klauen kann. Joggen wir ihn mal hinterher, verfolgen ihn einfach mal eine Runde. Nicht ganz so übereifrig werden. Komm Freund, du hast Wachdienst. Beziehungsweise du hast jetzt keinen Wachdienst mehr, du gehst jetzt schlafen. Da rein. Ja, ich bin's. Brauchst du Hilfe? Ja. Ich will, dass du schlafen gehst. Komm, put, geh schlafen. Gute Nacht. Bringt mir nichts, wenn ich den versuche umzuhauen. Mach die hauen mich um. Hey, du, es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht rumzurennen. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Ei, das hat keinen Sinn mit denen. Komm, ist gut. Aus. Sperrt mich mal ein. Glaubst du, was du da tust? Keine Lust, das jetzt schon wieder zu bezahlen. Wir dulden hier keine Schläger. Hast du das verstanden? Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Nein. Aus. So viel habe ich nicht. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Wirst es wohl im Kerker absitzen müssen. Das wird eine lange Strafe. Gucken wir mal. Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Bewegung! Verrotten sollst du dort. Verrotten sollst du dort. 10 Tage! Leckt mich fett. Leute, ich mache eine kurze Raucherpause. 10 Tage ist echt heftig. Für 200 Gold, beziehungsweise 200 Groschen. Übel, übel. Also, legt euch nie mit Wachen an. Bis gleich.
Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Thank you.
So, da bin ich wieder. Und genau rechtzeitig, wie ich sehe, kommen wir gerade frei. Perfekt. Danke, danke, danke. Alter Schwede, aber echt, 10 Tage ist schon krass. Boah. Also, dass das so lang ist, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Na gut. Aber jetzt können wir wenigstens, wenn wir schon mal hier sind, vielleicht nochmal mit dem Schreiber da quatschen. Ich mir den Weg wenigstens gespart. Wo ist der denn? Der liegt natürlich immer wieder faul im Bett. So, auf jeden Fall müssen wir trotzdem mit ihm reden. Beste Grüße. Ich muss mir die schwarzen Chroniken ansehen. Friedrich. Und ich brauche eine Schmerzlinderung. Herr, erbarme dich meiner. Was kann ich für dich tun, außer einen Geistlichen zu holen? Ich sterbe ja nicht. Kann nur nicht aufstehen. Tut mir leid, aber ich bin den Mördern aus Neuhof auf der Spur und brauche die Namen derer, die mit dem hinkenden Heinz aus Uschitze verurteilt wurden. Ich erinnere mich nicht. Sobald ich etwas niederschreibe, ist es vergessen. Diese Namen sind äußerst wichtig. Kann ich dir irgendwie helfen, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst? Solange ich nicht aufstehen kann, wird das nichts. Konjasch, der Apotheker, hat eine Salbe. Und sie kostet ein Vermögen. Wenn du mir eine bringst, kann ich vielleicht mehr tun. Die kann ich auch selber herstellen, die Salbe. Da muss ich mir nur gucken, wo ich das Rezept, glaube ich, nochmal herkriege. Oder habe ich das schon? Ich weiß es nicht. Geht einfach mal zum Apotheker. Ich meine, ich hatte das Rezept schon mal irgendwo. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob ich es immer noch habe. Ob ich das gelernt habe oder nicht, das ist sowieso immer noch abgeschlossen. Aber waschen könnten wir uns mal. Wir sehen schon wieder aus hier wie so ein Vagabund. Der Apotheker hat aber leider immer noch zu. Was ist denn das hier? Sehr schwer, da kommt man nicht rein. Alles sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer. Na gut. Wohl doch nochmal warten. Die machen ja meistens so um zwischen 8 und 9 irgendwann auf. 2 Stunden ist ja nichts im Vergleich zu den letzten 10 Tagen. Oh wei, oh wei. Das war schon übel gerade, ehrlich. Machen wir mal das in der Zwischenzeit. Na. Hat immer noch zu? Vielleicht noch mal eine halbe Stunde oder so? Ja, mit wem anders quatschen? Pickel? Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Was essen will er? Was essen? Was essen haben wir, glaube ich, aber noch hier drin? Trockenobst oder... Energie, wie sieht es denn da aus? Ich glaube doch, Dörrfleisch ist okay. Sattheit, Energie gibt das, Gesundheit gibt es auch. Gesundheit brauchen wir nicht. Helm aus, mal besser auf. Oh, Mensch, mach den scheiß Laden auf, Leute. Echt mal. Gott sei mit dir, Heim. Gemüse! Hast du ein bisschen was an Trockenobst, was ich dir abkaufen kann? Met hat sie. Met, nein.
trinken das. Alkohol 17%. Wassermelonen gibt's ja auch. Lecker, lecker. Birne, Branntwein, Knoblauch, Meerrettich, sehr schön. Aber nichts, was ich gebrauchen kann. Was hast du denn im Angebot? Süße Pfannkuchen. 40 Brezeln, Brot, Brötchen, Honig, Milch. Alles klar, aber auch kein Trockenobst. Wo kann man sowas denn kaufen? Weiß das irgendwer? Immer noch mal ein paar Minuten. Spätestens um 9 müsste der ja, wie gesagt, aufmachen. Hat der hier irgendwas Interessantes? Willkommen. Vielleicht? Ja, hi. Hoi, mein Freund. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Eine braune Steppjacke. Bringt mir aber nichts. Disteln, Fackeln, Wein, Forelle, Gegenmittel, getrocknete Pilze. Die sollte ich, glaube ich, mal mitnehmen. Das ist gut. 10 Stück können wir uns locker leisten. Noch irgendwas? Holzkohle. Reparaturzeugs, Retterschnaps hat der auch. Ringelblumenaufguss, okay. Falls mir das Zeug mal irgendwann ausgehen sollte, das nehme ich mit. Was bringt eigentlich das Trinkwasser? Auch Gesundheit und Energie. Sattheit. Also der ganze Alkohol, der bringt auf jeden Fall ein bisschen was. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber schleppe ich jetzt gerade nicht mit mir rum. Nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Oh mein Gott, Apotheker, mach auf. Na, er war sein. Ein paar Minuten warten. Hat das jetzt gereicht oder nicht? Nö. Der Apotheker mag heute irgendwie nicht. Ist da irgendwer drinne? Hallo? Jemand da? Keiner da. Hey Schneider, red mal mit mir. Herr Schneider. Glück und gesund. Das könnten wir auch nochmal schnell reparieren. Hatte ich zwar vorhin erst, aber egal. Einfach nur, um zeitlos zu werden, bis der Scheißkerl hier aufmacht. Ah, es geht doch. Hey. Gott schütze dich. Dich auch, danke sehr. Friedrich der Schreiber braucht Salbe für seine Gelenke. Friedrich der Schreiber braucht Salbe für seine Gelenke. Schon wieder? Er hat erst kürzlich welche geholt. Er muss sparsamer sein. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht zu viel nehmen, sonst bekommt er noch... Ach, was soll's. Je älter er wird, desto törichter. Hat er dir gesagt, dass sie teuer ist? Du kannst dich gerne umsehen. Ja, aber ich will eigentlich nur das Rezept haben dafür. Traum des Alchemisten. Wie viel würde denn die Salbe eigentlich kosten? Haben wir sie denn? Lazarus Ringelblumen. Also das Rezept würde mich 178,1 kosten und die Salbe an sich 36. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn ich die vielleicht selber mache. Was bringt denn so eine Salbe? Sattheit, Energie. Die hat auch unendlich Haltbarkeit.
glaube, das ist doch sinnvoller, wenn ich mir die kaufe. Nein, zurück. Verkaufen. Ja, mein. In der Truhe ist noch jede Menge. Gucken wir mal, ob wir den Preis vielleicht noch ein bisschen runtertreiben können. Klar, warum nicht? Das Zeug müsste ich eigentlich auch mal aus der Truhe dann loswerden irgendwann. Das war auch 65. Nun, etwas mehr und der Handel steht. 70? Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Gut. Muss man den Spaß nur noch lernen? Genau, das und das. Was brauchen wir denn, um diese Salbe herzustellen? Hier haben wir doch auch irgendwo ein Alchemielabor oder so. Jetzt bin ich mal durch. Ich will nur durch. Ah, schwer. Scheiße. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich will auch nur deinen Alchemie-Teil benutzen, Schätzchen. Mehr verlange ich doch gar nicht. Ach. Soll ich das Zeug denn herstellen? Wenn ich da nicht hinkomme. Jetzt haben wir irgendwo einen Kräutervibe in der Nähe oder so. Vielleicht eher an dieses Teil drankommen. Ne, hier nicht. Da dürfte, glaube ich, auch nirgendwo was sein. Ne, Detschko, weiß vielleicht jemand, wo hier ein Kräuterweib oder sowas anzutreffen ist? Falls ich es noch nicht entdeckt habe, müsste es dann... Das könnte es sein. Gehen wir mal hier hoch, nach Neuhof. Allerdings nicht per Schnellreise. Jetzt bin ich wieder ewig lang unterwegs. Bis dahin schaffe ich es. Den Weg kenne ich mittlerweile. Da verlaufe ich mich nicht. Nicht so wie in den meisten anderen Fällen. Vorsicht aus dem Weg. Ich hab's eilig. Eilige Lieferung. Ich wollte gerade sagen, hier fehlt doch was. War die Brücke auf einmal weg. Oben lang müssen wir aber. Ja, dafür scheint hier auf einmal ein Zaun. Beziehungsweise eine Mauer, wo vorher keine war. Danke dafür. Brücken verschwinden, Zäune erscheinen. Wunderbar. So gefällt mir das. Aber doch, man merkt es, also es ist ein gewaltiger Unterschied zu Pebbles von der Geschwindigkeit her. Definitiv, ja. Was steht denn hier für ein Gaul rum? Ist das deiner? Steht ein Pferd mitten im Nirgendwo? Na gut. Keine Ahnung, was es mit dem Vieh da auf sich hat. Gucken wir uns vielleicht nachher nochmal an. Ich habe da aber jetzt auch gewatschelt ist und ich glaube nicht, dass der damit irgendwas zu tun hat. Seltsam. Aber egal. Bevor ich direkt nach Ledetschko nach Neuhof reinreite, sollte ich mir aber nochmal eine Markierung hier hochsetzen.
den Weg eventuell eher finde. Soweit ich mich erinnern kann, war da oben nämlich noch ein Kräuterweib. Müsste das eigentlich gewesen sein. So lang. Ups. So. Ich hoffe, ich krieg bei der alles, was ich brauche, um die Salbe herzustellen. Wenn nicht, muss ich es halt suchen gehen. Uah. Wie reite ich denn jetzt am besten da runter? Ja. Ach da, genau. Haben wir doch direkt die Hütte. Kräuterkundler. Nein, nicht da rein. So, hier können wir aber auf jeden Fall Alchemie machen. Da muss ich auch nicht mehr so weit suchen. Wo ist denn das Ding? Da, direkt vor mir. Wäre ja zu einfach, das zu kaufen. Nein, wenn, dann stellen wir uns selber her. Einmal Wildschweinhauert, einmal Augentrost, eine Mohnblume, ein Baldrian. Wildschweinhauer, der wollte sowieso noch irgendwie Wildschweinhäute oder sowas haben. Irgendwer. Ergo, müssen wir wohl jagen gehen. Habe ich diesen Skill eigentlich genommen, um die Zähne zu holen? Gerade mal gucken. Ja. Super. Gut, wo finden wir jetzt Wildschweine? Wunderbar. Von der einen Suche zur nächsten, warum auch nicht. Das wird auf jeden Fall wieder ein Spaß, dem Vieh da hinterher zu jagen. Ich kann es mir jetzt schon ausmalen. Oh. Ist das nur ein Baumstumpf? Ich glaube, auf der Karte hatte ich aber noch nichts entdeckt, irgendwie Wildschwein-Jagdgebiet oder so. Also diese Teile haben komische Formen hier, diese Wurzeln. Die sehen fast aus wie Grabsteine. Und das ist auch ein interessanter Ort. Okay. Haben wir hier wirklich irgendwas Interessantes oder nicht? Nee. Scheinbar wohl doch nicht. Aber auch nirgendwo irgendwelche Wildschweine zu sehen. Na gut, dann heißt es wohl rumlaufen und suchen. Aber findet ja doch immer wieder mal sowas Interessantes hier mitten im Wald, wie zum Beispiel das da. Ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Ich werde mal einen Retterschnaps einsetzen, vorsichtshalber. Die hatte ich meinem Pferd gegeben, soweit ich weiß. Ja. Nehmen wir da mal einen. Nutzen wir jetzt einfach mal. Sicher ist sicher. Bevor das hier wieder völlig in die Hose geht. Hey, nee. Verpiss dich da. Das ist nichts für deinesgleichen. Was, wie, hä? Nö, ich will aber gucken, was hier abgeht. In Fahrt mit dir. Was denn? Wer bist du denn? Pack dich, sage ich. Also entweder das ist ein Wilderer oder... Verschwinde von hier! Ich will doch nur wissen, wer du bist.
Weg mit dir, oder ich vergesse mich. Ja, komm, dann vergess dich mal. Dann vergesse ich mich nämlich auch. Mann. Was ein Arsch, ey. Ja, komm. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wer das ist oder was das für einer ist. Na komm her, Schätzchen. Aua. Ey. Na komm. Na komm schon, du Hurensohn. Ah. Komm, sag, kriegst auch einen auf den Dates, du Arsch. Weg mit dir. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das stört den kaum. Was ich hier mit dem anstelle. Also er hält wohl ein bisschen mehr aus als ich. Nee, du brauchst gar nicht auf den Bogen zurückzugreifen, Freundchen. Aber umso besser, da kannst du dich nämlich nicht so leicht wehren. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ja, ein Wilderer. Den Kampf fortsetzen. Nein, vergiss es. Jetzt stirbst du. Kurva. Stirb! Wo ist er? Feigling, ey! So. Jetzt mal Ruhe hier. Wo ist denn der jetzt hin? Hallo? Kuckuck, Schätzchen, wo bist du? Da oben. Ich krieg den. Vielleicht hat der sogar einen Wildschweinhauer. Komm her, du Arsch! So. Na also, jetzt ist er tot. Scheiß Wilderer hier. Und das, obwohl ich ihm anfangs kaum was abgezogen habe. Geht doch. Ritterjagdschwert, wenn die alle so einfach wären, wäre schön. Wildbret vom Herrsch, Wildschweinfleisch. Die anderen, die wollten Rehfleisch haben, ne? Egal, ich nehme erstmal alles mit. Können wir ja die Sachen hier jetzt erstmal in die Satteltasche packen. Spitzpfeile. Ja, komm, bevor es hier Ärger gibt. Genauso wie hier mit denen. Nein, der da ist das. Und der. Die anderen behalte ich erstmal drinne, die drei. So, das noch. Robuster dunkler Gambeson. Dürfte. Was hab ich denn da an? Ach so. Das ist scheißegal, die sind beide relativ gleich. Meine hat aber mehr Haltbarkeit. Deswegen das. Das und das. Questgegenstände? Nee, sonst hatte ich nichts. Okay. Wie gesagt, und das, obwohl er mir kaum was abgezogen hat. Beziehungsweise, obwohl ich ihm anfangs kaum was abgezogen habe. Ich bin beeindruckt. Unser Heinrich mausert sich langsam.
Sehr schön, sehr schön. Und das, obwohl ich noch quasi völlige Schrottrüstung habe, da sind Rehe. Die brauchen wir nicht, die brauchen Wildschweine. Immer noch. Wo war denn dem seine Hütte jetzt? Die war da auch irgendwo hier unten. Gucken, ob ich sie wieder finde. Eventuell ist da nämlich noch was drin, was ich mitnehmen könnte. War das da unten? Ne, das ist irgendwas anderes schon wieder. Ein anderer interessanter Ort. Haben wir hier irgendwas? Okay. Da steckt eine Schaufel im Boden. Sieht mir aus, als könnte hier irgendwo was vergraben sein, aber wo? Da. Aha. Ui, edles Familienerbstück. Edle dunkle Schuhe. Färbtes Plattenwams. 314 Groschen. Lazarus-Elixier. Zieh Spielwürfel. Was bringen die denn? Der zweite in einer Reihe dämonischer Spielwürfel. Ui. Mythen der Rhetorik. Ich nehme auf jeden Fall alles mit. Wegen dem Schwert muss ich gucken. Ich glaube, das ist... Nee, das ist schwächer als meins, aber das kann ich auf jeden Fall für einiges an Geld verkaufen. 1,8k. Das ist eine ordentliche Summe. Wie sieht's denn mit den Schuhen aus? Plattenwams, das ist das hier. Schuhe, wo haben wir sie? Die kumanischen Reiterstiefel haben 4. Die haben auch 4, sind aber mehr wert. Färbter Plattenwams. Das wäre da oben das. Meiner hat 15, das Ding hat 18. Ah, nicht wegpacken, ich wollte das anziehen. Ah, wo ist denn das Teil jetzt? Da. So. Das weg. Coole Sache, definitiv. Hat was. Mythen der Rhetorik. Da können wir lernen. Werde ich später auch tun. Ja, hat auf jeden Fall was. Cool. Da eins mehr, obwohl ich das hier gar nicht gesucht habe. Karte wollte ich gucken. Wo ist denn das andere Ding jetzt? Da oben. Mal kurz eine Markierung hinsetzen. Schauen, was der in der Hütte hat. Ja, doch, man findet in den Wäldern immer mal wieder was Interessantes. Ich find's geil. Sehr schön, sehr schön. Da, 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 da. Wo ist denn diese Jägerhütte jetzt? So weit war es doch gar nicht. Hab ich den wirklich so weit durch die Gegend gejagt? Hier. Schlafen und speichern könnten wir hier auch. Dolchsack, verbesserter Spitzfeil. Nehmen wir alles mit. Und hier lag doch auch irgendwo noch ein Reh rum. Außer das, was da hängt. Ist das jetzt verschwunden oder was? Ach, jetzt häng ich hier fest oder wie? Na gut.
Mal schlafen und speichern wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Hier drüben hatten wir aber noch irgendwo einen interessanten Ort. Schauen, was ich da noch finde. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist eben nur auf der Map gesehen. Was ist denn der jetzt nochmal? Da. Ach, doch, klar, das war das Ding. Ich keine Ahnung habe, was es eigentlich darstellen soll. Irgendeine Statue war das wohl aus Holz. Keine Ahnung, was die bringt, ob hier irgendwo was vergraben ist oder nicht. Ich sehe auf jeden Fall nichts davon. Nö. Was haben wir hier? Auch nix. Aber leider auch keine Wildschweine. Mal wieder. Beziehungsweise immer noch nicht. Ich habe den Bürgerbonus, obwohl ich überhaupt nicht in einer Stadt bin oder in einem Dorf, sondern irgendwo mitten in der Wildnis. Ich frage jetzt einfach mal die Kräuterfrau, ob sie das Zeug verkaufen kann. Bevor ich mich hier jetzt dumm und dusselig suche. Was war es? Eine Mondblume und auf jeden Fall die Wildschweinhauer. Augendrost war es, glaube ich, auch einer und einmal Baldrian. Gift hat sie hier noch. Eine Mondblume. Rabenfedern. Schön. Bei ihr ist die Salbe schon wieder teurer. Aber keine Wildschweinhauer. Gräser und Kräuter, Band 2, Gift, Einbeere, bla bla bla. Nein. Nein. Verkaufen kann ich hier logischerweise nichts. Also die Viecher werde ich wohl wirklich selbst erlegen müssen. Da kriege ich hier nichts. Aber solange ich das nicht mache, komme ich natürlich auch in der Quest nicht weiter. Ich gucke trotzdem nochmal auf die Karte, ob ich vielleicht schon mal so ein Wildschwein-Jagdgebiet irgendwo entdeckt habe. Die können ja theoretisch überall sein. Vielleicht da, wo ich mit Hans war, da war doch was in der Richtung. Was ist das Lager nochmal? Ja, das ist Neuhof. Wir sind irgendwo hier hochgeritten. Da. Das wird mir natürlich nicht angezeigt, aber hier war es irgendwo auf jeden Fall. Werde ich mich da mal hinbegeben. Die Frage ist nur, wie kriege ich das Vieh kaputt? Er hat gesagt, man jagt die am besten mit Speeren, sofern ich mich recht erinnere.
Ich habe aber keinen Speer. Also werde ich wohl doch erstmal einen Pfeil nehmen müssen. Und das Vieh dann so irgendwie erlegen. Ich hatte es schon mal irgendwann versucht. Ich habe dann aber aufgegeben. Oder hatte ich das Vieh erlegt? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall vor dem Patch. Lange vor dem Patch. Das... Oh. Unfallort. Was ist denn das hier? Hochwertiger Pfeil. Grüner Filzhut. Und das war's. Mehr liegt hier nicht. Außer die Leiche. Nichts Interessantes. Keine Spuren oder doch. Noch ein hochwertiger Pfeil. So wird es wahrscheinlich von diesem Wilderer gewesen sein, nehme ich an. Aber den haben wir ja schon erlegt. Ja, passt auch. Komm. Hoch mit dir. Suchen wir mal den Weg. Ich werde querfeld einreiten, möglichst, um noch andere interessante Orte eventuell zu finden. Man weiß ja nie, was hier so alles noch rumfliegt. Na, kommen wir da durch? Ja. Da hoch. Was hat es eigentlich mit dem Ding hier auf sich? Das ist beim letzten Mal schon gefragt, glaube ich. Das ist eine Feuerstelle, irgend so ein Sitz. Bank oder was das darstellen soll und ein Heuboden, ja. Keine Ahnung, was es sonst sein soll. Vielleicht laufen mir ja auch so zwischendurch noch ein paar von den Viechern über den Weg. Oder irgendwas anderes halt. So, mal hier. Geht's tief runter? Weigert sich Pegasus auch runter zu springen? Aber da hinten haben wir noch irgendwas. Ein Lager. Frage ist nur, was für ein Lager? Niemand. Ach, doch, ich weiß von wem. Das war von den Banditen, die wir für Rotschopf töten mussten. Na, komm. Nein, ich finde die Richtung. Ah! Rena, nach hier unten und das Schloss wandert in die andere Richtung. Das ist echt unglaublich manchmal. Na komm, 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 komm. Jawoll. Was haben die denn? Hundeleder, Kuhleder? Das bringt mir alles nix. Außer ein bisschen was an Geld. Na gut. Sonst noch was? Nö. Nö. Aber schlafen müsste ich mal. Wie lange dauert es denn, bis der hier wieder fit ist?
Länger als bis um 2 Uhr darf ich nicht schlafen und das reicht noch nicht mal, um die Energie wieder komplett aufzufüllen. Naja, Gott. Immer dieses scheiß Warten. Sowas von nervig. Ja, theoretisch könnte ich da noch mal eine Stunde oder so schlafen, um die Energie komplett aufzufüllen, aber soll erstmal so reichen. Wir sind ja nur auf Wildschweinjagd und nicht, jagen nicht den Kaiser von China oder so. Plus seine ganze Armee. Aber speichermäßig hat mir das hier gerade mal 0 gebracht. Und bevor ich hier gleich wieder nichts mehr sehe, Fackel. Ob das allerdings jetzt so klug ist, mitten in der Nacht hier durch den Wald zu reiten, ist die andere Frage. Da 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 da. Na, wer kennt das Lied? Hoch. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf die Melodie gekommen bin. Das ist auch aus irgendeinem Spiel. Ich bin mir gerade nur nicht mehr sicher, selber nicht mehr sicher aus welchem. So. Na, komm mal da hoch. Ist mir halt gerade, wie gesagt, einfach so durch den Kopf gespukt. Ja, komm. Auch mit dir. Ah. Ja. Ich meine, irgendwie ging es um Hexen oder so. Also es war irgendein Spiel, in dem es um Hexen ging. Wenn ich mich recht erinnere. Ah. So, hier war der... Hier war das Lager. Genau. Und er ist aber hier in die Mitte geritten. Also da hoch. Es war auf jeden Fall irgendwo hier in dem Wald. Aber um das so hinzukriegen, beziehungsweise zu finden, sollte ich wohl erstmal warten, bis es wieder hell ist. Na, na, na. Ich hab das immer noch im Kopf. Scheiße, ich krieg das wieder nicht mehr raus und ich weiß noch nicht mal woher. Beziehungsweise nicht mehr. Das ist schlecht, ich weiß. Sehr schlecht.
Na gut, wir wollen aber Wildschweine suchen. Ist der denn lang geritten? Es war definitiv irgendwo hier. Scheiß Gebiet, wo ich den dann suchen musste. Und so weit weg war es auch nicht. Ich glaube, hier sind die dann hoch. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch ein Lager, ein verlassenes. Ich würde sagen, ich lasse mal mein Pferd hier stehen. Was ist da drin? Oh. Okay. Ich nehme mal alles mit. Schön. Mal weitersuchen. Hier war, glaube ich, aber auch noch ein Grab, was ich letztens da gefunden hatte. Bevor ich dann wieder mal draufgegangen bin und nochmal neu laden musste. Und dann nicht mehr weiter gesucht habe danach. Aber wo sind diese scheiß Schweine hin? Also die Wildschweine meine ich natürlich. Es war auf jeden Fall irgend so eine Böschung, wo die sich versteckt haben. Und wie gesagt, so weit weg war es definitiv auch nicht. Hier, da ist doch diese Sule, oder? War das die nicht? Ich meine schon, oder? Bin ich jetzt ganz doof. Dann müsste das doch eigentlich hier dieses Wildschweinjagdgebiet sein. Wieso wird denn das auf der Karte nicht mehr verzeichnet? Oder wurde es verzeichnet und ich habe es nur nicht gesehen. Nee. Es war definitiv hier. Strange. Hasen haben wir hier auf jeden Fall, ein paar Rehe und Hirsche hatte ich gerade auch schon gesehen. Aber wo zum Geier diese komischen Schweine? Alles nur für so ein paar Häute und einen blöden, verdammten Hauer. Ich hoffe, ich finde die noch bis um 4. Sonst weiß ich bis nächste Woche nämlich nicht mehr, was ich hier im Wald wollte. Da ist ein Hirsch. Sagt, den suchen wir eigentlich nicht. Das nächste Mal, wenn ich ihn dann irgendwann suche, dann werde ich wahrscheinlich den nicht finden. Rehe haben wir auch. Falls jemand von euch ein Wildschwein sieht, bitte schreien. Okay, wir haben wieder einen Unfallort.
Naja, gut, nach einem Unfall sieht mir das aber nicht aus. Sieht mir eher nach einem Ort eines Verbrechens aus. Aber wir lassen es mal als Unfallort so stehen, ja. Glaube ich dir. Die Frage ist nur, wer ist von euch beiden das Wildschwein? Nein, Spaß. Was bist du? Irgendein Wanderer? Genau, genau. Och Mann. Ich sage ja, wenn man sie nicht braucht, dann hat man sie ständig irgendwo vor der Nase. Und wenn man sie dann mal sucht, dann ist keins davon hier. Das ist echt unglaublich. Und ich weiß definitiv, dass hier welche in dem Wald unterwegs waren. Hasen und so weiter sind ja kein Problem. Die findet man eigentlich recht schnell. Ach, der blöde Brunnen. Ja, das war der scheiß Brunnen, in dem ich da festgesteckt habe, weil ich reingesprungen bin. Auch für nix und wieder nix. Weil hier ist nämlich auch nicht die Bohne interessant. Schon wieder ein Hirsch. Ah. Das erste Problem ist halt, wie gesagt, diese Viecher zu finden. Das zweite Problem ist es dann, die zu erlegen. Weil ich erinnere mich da an so schöne Momente, wo ich diesem Schwein hier mitten durch den Wald hinterhergerannt bin. Und es immer irgendwo stehen geblieben ist, wo ich es nicht gesehen habe. Und dann darauf schießen konnte, wie ich gerade lustig war und ich es einfach nicht getroffen habe. Na gut. Das ist wieder so ein Waldgarten. Auch mal merken. Hase, hau ab. Dich brauche ich nicht. Naja, da hast du wenigstens was zu tun, oder? Das ist aber auch fies. Da würde ich definitiv mehr als nur eine Packung Kippen verlangen. Mach das, danke dir auch und viel Spaß. Bis morgen vielleicht. Wieder Rehe, Hasen. Alles da, nur kein Wildschwein. Und nein, auch wenn es so aussieht, hier war ich noch nicht. Ich laufe ausnahmsweise mal nicht im Kreis. Glaube ich zumindest. Da wird doch wohl irgendwo so ein Scheißvieh sein, mein Gott.
Können doch nicht so. Ne, wieso? Wieso, Shay? Wer bist du denn? Irgendein Wanderer? Da, schon wieder Rehe. Und eine Hütte. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Gucken wir es uns einfach mal an. Wie gesagt, beim nächsten Mal weiß ich sowieso nicht mehr, was ich hier eigentlich wollte. Bis um 4 Uhr werde ich das Vieh mit Sicherheit nicht gefunden haben. Und was das hier für eine Hütte sein soll, auch kein Plan. Ach, das ist das Lager, an dem ich vorhin vorbeigeritten bin, genau. Es ist auf jeden Fall verlassen. Und ein abgefackelter Baum. Juhu. Interessanter Ort, das zeigst du mir jetzt an, Spiel. Das zeigst du mir echt jetzt an. Na, vielleicht finde ich hier auch wieder was, was vergraben ist irgendwo. Vielleicht sehe ich mich auch einfach nicht genug um an diesen Orten. Wo ich wirklich bezweifle, dass an jedem ach so interessanten Ort auch wirklich irgendwas Interessantes ist. Wir suchen. Häschen, zeig mir mal, wo deine Freunde die Wildschweine sind. Also Rehe finde ich hier wirklich en masse. Die sind alle nicht das Problem. Rehe, Hasen, bla bla bla. Selbst irgendwelche dämlichen Wanderer, die ich nicht suche. Mann. Ich brauche doch nur eins. Ich will doch nicht eine ganze Herde haben. Eins reicht mir. Ein einziges blödes scheiß Wildschwein. Tja, wohl nicht so schwer sein. Wahrscheinlich leichter sein, irgendwie eine Nadel im Heuhaufen zu finden, als das. Vielleicht hauen die auch vor mir ab, weil Wildschweine haben ja auch ein riesen, beziehungsweise ein sehr gutes Gehör. Vielleicht mal so anschleichen. Finde ich vielleicht eher was. Zwar noch langsamer unterwegs. Aber es ist vielleicht sinnvoller. Und da hinten ist eine Hütte. Danke. Ach, das war das nicht das Lager, wo ich eben war? Nein, das ist wieder ein anderes. Ich finde hier tausend interessante Orte, die eigentlich gar nicht wirklich so interessant sind. Ist nichts vergraben. Das Unterholz schleichen.
Ich weiß nicht, haben sie das rausgenommen mit diesen Jagdgebieten oder so? Weil ich habe bisher auch kein Hirschjagdgebiet oder so gefunden. Das wäre natürlich doof. Ich meine, klar, im Prinzip ist es Wumpe, weil man kann die Viecher überall antreffen. Aber dann hat man wenigstens mal so eine Richtung, wo sie eventuell häufiger anzutreffen sind. Ach, Mensch. Ich glaube, ich gehe gleich zu irgendeinem Jäger und so. Ja, nee, die waren ja drinne. Da wurdest du dann, also waren dann so gelbe, entweder Wildschweinköpfe oder halt Hirschköpfe auf der Karte verzeichnet. So ähnlich wie halt diese interessanten Orte. Aber das ist nicht mehr der Fall. Also so, normalerweise bin ich da wirklich öfter mal drüber gestolpert und habe so einen gefunden und jetzt sind sie weg. Aber ich befürchte wirklich, es wird schneller gehen und vor allen Dingen einfacher, wenn ich mir das irgendwo kaufe. Wenn ich nicht damit gleich zwei Quests fertig kriegen würde, wäre es vielleicht eine Alternative. Aber so muss ich mich wirklich auf die Suche begeben. Ach ja, ist gut. So hungrig bist du noch nicht, Freund. Ach, das ist die blöde Stelle, wo ich tausende von Pfeilen für so einen doofen Hasen verschossen habe. Der wahrscheinlich immer noch fröhlich hier rumhüppelt. Weil getroffen habe ich ihn damals nämlich nicht. Ah. Dann mache ich halt erstmal was anderes. Da ich gerade hier in der Ecke bin, kriegen wir wenigstens schon mal eine Quest wieder fertig. Und eventuell finde ich ja doch noch eins von den Viechern. Jetzt, da ich es nicht suche, nicht speziell suche. Also ich muss mir jetzt auf jeden Fall aufschreiben, was ich das nächste Mal dann hier machen werde. Da wird es dann wieder Wildschweinsuche geben nächsten Freitag. Weil offscreen will ich das nicht machen. Auch wenn es langwierig ist, aber trotz alledem immer noch Teil der Quest, ich muss etwas zu essen besorgen. Mehr oder minder, die wir machen müssen. So, aber wie gesagt, jetzt sind wir hier wieder bei Krapfen, dann machen wir das doch nochmal schnell. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Ich fürchte, dieses Pferd stammt aus dem Uschitzer Stall. Du kannst es nicht behalten. Verpiss dich, mir egal, wo es herkommt. Geh und such dir dein eigenes Pferd. Verschwinde. Oder was? Oder ich schlage dich grün und blau. Versuch's doch, du Aufschneider. Na komm. Wer ist denn hier ein Aufschneider, hä? Schätzchen.
Ja, guck. Da guckst du blöd, ne? Ich hänge nur irgendwie gerade hier an dem Baumstumpf fest, habe ich so das Gefühl. Ja, komm her. So viel dazu, du Aufschneider. Blindern. Ha, alles meins. Edge. Pech gehabt. So. Grapfen bringen wir noch in die Uschitzer Stelle zurück. Sofern ich die jetzt finde. Und beim nächsten Mal geht's dann auf jeden Fall weiter. Mit Wildschweine jagen. Eventuell finde ich ja jetzt eins, wo mir ich das Pferd hier dabei habe. Ja, ein bisschen durch die Botanik reiten. Und bevor Henry jetzt weiter mault, gebe ich ihm mal eben schnell was zu essen. Ups. Was können wir hier? Ah, Stärke. Da haben wir ein Wildschwein. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Die Auswirkungen sind stärker, wenn deine Rüstung schwerer als seine ist. Wäre vielleicht eine Idee, aber ich glaube, den Packesel ist sicherer erstmal. Was haben wir hier? Deine Angriffe verursachen 20% mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Schädelbrecher. Es besteht eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Ja, die Frage ist, was ist es da am sinnvollsten? Mit viel Schwung. Ach, das ist das, genau. Eng umschlungen. Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Ach, eng umschlossen, nicht umschlungen. Ich mach mal den Schädelbrecher. Ein Packesel ist jetzt nicht so wichtig. Dafür haben wir ja unsere Pferde. Die haben zwar auch nicht en masse Kapazität. Oh, und ich kann schon wieder irgendwas skillen, diesmal im Reiten. Machen wir gleich. Naja, aber bisher geht's. Also ich habe das Pferd zwar auch schon an seine Grenzen gebracht mit dem Sammeln. Muss man halt öfter mal verkaufen. Ups. Oh, da lang. Haben wir zumindest einige interessante Orte abgeklappert. Und wieder rausgenommen, dass sie, beziehungsweise rausgefunden, dass sie was rausgepatcht haben, was eigentlich sehr nützlich gewesen wäre. Aber gut, was will man machen? Auch die Entwickler können es nicht allen recht machen. Ist leider so. Wird immer so sein. Ups, da ist euer Krapfen. Bitte sehr, meine Lieben. Guten Tag. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke, aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Ich habe wieder diese hässliche Schabracke. Ah, oh, danke sehr. Ihm können wir auch nochmal schnell Bescheid sagen, dass Krapfen wieder da ist. Und vielleicht nochmal das tolle Lied hören zum Abschluss. Wie kann ich helfen?
Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. Danke. Gern geschehen. Pass nächstes Mal besser auf. Werde ich. Gut, danke sehr. Wirklich ziemlich hungrig. Ja. Hör auf zu meckern. Und fährt nochmal schnell hier die... Wo ist er denn jetzt? Die Satteldecke? Schabracke? Ausrüsten müsste ich hier finden, glaube ich. Die Sachen gebe ich ihm mal. Er hat auch einiges an Mist jetzt gerade eingesammelt bei der ganzen Aktion. Da ist er. So kann ich die dem nicht ausrüsten? Die erst in die Satteltasche packen, ja, Tatsache. Okay, was haben wir an Nahrung? Dörrfleisch können wir direkt mal essen. Bevor der hier noch weiter rummosert. Die zwei Äpfel. Auch noch. Das war jetzt irgendwas, was ich gerade nicht nehmen wollte. Na gut. Und dann wäre es das auch jetzt für heute schon wieder gewesen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es weiter. Mit dem Wildschweinjagen. Irgendwie hat er sich da festgefahren. Na gut. Mal gucken, ob wir sie dann finden, die scheiß Viecher. Oder zumindest eins würde ja reichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und für Sonntag schon mal frohe Ostern. Falls wir uns morgen nicht nochmal sehen. Folge Kingdom Come Deliverance. Seid wieder dabei. Für Montag habe ich auch noch eine kleine Ankündigung, die auch den Dienstag betrifft. Normalerweise ist am Montag ja der MMO-Tag. Ich werde allerdings diesen mit dem Kiddie-Tag tauschen, da ab Dienstag Terra dann endlich in die normale Phase geht. Auf der PS4. Auf der PS4. Und wir dann dort natürlich direkt starten werden. Ja. Und wer Bock hat, heute Abend gibt's eventuell, sofern alle da sind, noch eine Folge Neverwinter. Und ja. Das war's dann auch soweit von mir. Wie gerade erwähnt, schönen Abend noch und viel Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.